Der Haken ist nur, die nehmen die Karte nicht. Ja. Und dann muss man zur Post. Zur Post am Bahnhof. Und die ist halt weiter weg. Und da bin ich gestern wie ein Irrer hingelaufen. Und wie gesagt, analog geht's nimmer. Und dann wird's auch noch schlimmer. Boah, was für eine Arbeit, ey. Meine Herren, ey. Hier die ganzen Briefe. Ganzen Brief habe ich eingetütet. Und wer hat daneben gesessen und nur zugeguckt? Ja, du hast daneben gesessen und im Kopf gewackelt. Mehr ging nicht. Aber es gibt doch diesen Spruch. Viele Hände, schnelles Ende. Dann hätten wir das viel besser über die Runden bekommen. Das ist sowieso jedes Jahr immer so ein Evergreen hier mit diesem Mailing. Das ist ein analoger Aufwand. Ja, der muss aber leider betrieben werden. Ja, wir sind verpflichtet dazu in dem Verein. Ja, das muss per Post zugestellt werden, 14 Tage vorher. Ja, und dann geht der Zinnober los. Und analoger geht's nicht mehr. Ja, was braucht man dafür? Briefmarken. Ja, Briefmarken hier auf dieser schicken Rolle. Das ist ja ganz komfortabel. Da muss man auch nicht mehr schlecken. Sondern die kleben ja von selbst, das ist ja wunderbar, aber dennoch ist es aufwendig. Warum ist es aufwendig? Weil wir haben vom Verein hier diese schöne Karte. Damit kann das bezahlt werden. Auch schön, wunderbar, hat nur einen Haken. Wir sind hier in Sonthofen und die Post ist unten am Bahnhof. Und wir haben einen Supermarkt, der hat eine Postfiliale. Ja, aber da geht die Karte nicht. Der ist sowieso ganz süß, der Supermarkt. Ich muss das mal erzählen. Also das heißt, neben der Kasse ist dann dieser Postschalter und da ist nie einer. Und dann muss die Kassiererin immer auf ihr Mikrofon drücken. Ich mach das jetzt mal. Und sagt dann immer, weil wir sind im Schwabenland, Post bitte. Also sie sagt nicht Post, sondern sie sagt Post bitte. Also mit SCH. Also wir Rheinländer können uns da richtig drüber amüsieren. Ja, der Haken ist nur, die nehmen die Karte nicht. Ja. Und dann muss man zur Post am Bahnhof. Und die ist halt weiter weg. Und da bin ich gestern wie ein Irrer hingelaufen. Und wie gesagt, analog geht's nimmer. Und dann wird's auch noch schlimmer. Ja, dann bin ich ich bin vor 14 Tagen schon mal hin, da habe ich 17.32 Uhr da vor verschlossener Tür gestanden. Drinnen noch eine Schlange, alles guckt mich an, nee, sie kommen nicht mehr rein, ja. Du kamst nicht mehr rein, es waren 17.32 Uhr, weil die machen hier um 17.30 Uhr die Post zu. Ja, dumm gelaufen, also gestern selbe Spiel, ganz knapp dahin gewetzt, es war 17.20 Uhr, bin da rein, Mörderschlange, total lang. Dann habe ich dann 10 Minuten da gewartet, um meine 100 Briefmarken mit der Karte zu holen. Ja, und das ist der Knackpunkt bei dieser ganzen digital-analog-Auseinandersetzung. Das Analoge wird noch schlimmer, noch schlechter. Ja, also wenn jemand wirklich auf analog steht, dann wird er ja regelrecht gezwungen, es digital zu machen. Sieht man jetzt mal davon ab, dass wir es darüber machen müssen, dass ich vom Verein diese Karte habe, ja. Jeder wird sagen, ey, die kannst du auch bedrucken mit einer Postmarke, mit Postmarke, aber das geht halt in dem Fall nicht, weil wir hier diese Karte haben, weil wir das Ding hier haben. Da könnte man sich mal schlau machen, ist aber alles Aufwand, möchte ich gar nicht betreiben. Aber das Analoge wird im Grunde genommen dann noch heftiger dadurch, dass so eine tierisch lange Schlange ist, ja. Entschuldigung, dass ich jetzt tierisch gesagt habe, eine extrem lange Schlange, ja. Und das führt einfach dazu, dass man irgendwann mal sagt, ist da was, Freunde, das ist mir alles viel zu aufwendig. Ich mache das jetzt hier vom heimischen Schreibtisch, mache ich das direkt elektronisch, ja. Und wenn wir irgendwann mal eben zertifiziert diese Einladungen per E-Mail verschicken können, ja, dann gehen hier so 70-80% dieser Einladungen nur noch per E-Mail raus. Und der Verlierer sind die Mitarbeiter der Post, ja, das sind die Verlierer der ganzen Geschichte. Jetzt wird dir der eine oder andere wieder sagen, Herr Clemens, das kann man doch alles so machen. Leute, das hat mich noch nicht erreicht, ja, also mich hat das nicht erreicht, dass es da den digitalen Weg geht. Ich weiß das, dass man Briefmarken ausdrucken kann, ja, aber das ist alles so mördermäßig kompliziert, ja, dann will der Drucker nicht, ja, dann geht das hier mit den Briefumschlägen nicht und so. Also da bin ich auch noch ein bisschen oldschool, ja, dann klebe ich lieber mal alleine und tüte alleine den Kram irgendwie eben schnell ein. Eben schnell ist doch eine halbe Stunde gewesen, ja? Also von daher, wenn es digital total einfach geht, dann verdrängt es das Analoge sofort. Wupp, ist es weg, ja? Das geht rucki zucki, ja? Und da führt im Grunde genommen kein Weg dran vorbei, ja? Es wird alles immer digitaler, weil das Analoge noch analoger wird, ja? Das ist das Fatale an dem ganzen System.
Was ist Ihre Erfahrung da draußen mit analog, digital? Wo war so der Switch? Wird uns beide wieder mal interessieren. Wir freuen uns über Feedback und wünschen ein schönes Wochenende. Es wird ja schweinebacke kalt. Minus 20 Grad sind angesagt worden. Ja, da bleiben wir schön zu Hause und gucken YouTube-Videos. Gute Zeit, bis bald, sagt Michael Klems und der Kollege. Bis bald, ciao. If you want